Ja, jetzt haben wir den Martin hier. Martin, die Mannschaft fordert dich. Du bist hier der Kapitän einer Mannschaft, die das ganze Jahr nicht verloren hat. Wie fühlt sich das an? Ja, fantastisch. Man wird natürlich belohnt für die Arbeit, die man geleistet hat. Und wir haben am Anfang der Saison schon gemerkt, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt. Und wir wussten, dass wir die Chance haben, aufzusteigen. Dass es so leicht wird, hätten wir jetzt natürlich nicht gedacht. Und, aber es ist natürlich ein Riesenerfolg, auch die Saison ohne Niederlage zu beenden. Und die einzige Unentschieden war gegen Gnadenthal, wo wir allerdings Glück gehabt haben, dass wir überhaupt Unentschieden gespielt haben. Aber die meinen mich. Bitte? Die meinen mich mit den schönen Haaren. Ach so, ihr meint gar nicht mich. Ja, aber ich habe schon gefragt, wie das mit der Motivation war unter der Saison. Wenn du wusstest, heute spielen wir gegen Horum 2 zum Beispiel, da geht man wahrscheinlich dann nicht samstags um 10 nach Hause und denkt so, jetzt trinke ich mir noch einen Isus und gehe schlafen. Ja, also in der ganzen Zeit kann man das nicht erwarten. Nein, das geht. Aber ich muss sagen, es ging. Also ihr habt da schon schlimmere Sachen erlebt. Und da muss ich sagen, war die Mannschaft sehr diszipliniert eigentlich. Und hat es immer wieder geschafft, sich auch vor dem Spiel zu motivieren. So schlecht laut Tabelle der Gegner vielleicht auch sein mochte, hat die Mannschaft sich immer wieder versucht zu motivieren und dann auch die Ergebnisse nach Hause gefahren. Ja, jetzt kam heute beim Gegner zur Halbzeit nochmal die Geheimwaffe rein, dann habt ihr gut im Griff gehabt. Hab ich gar nicht gesehen. Wer war das denn? Der war so schnell, den konntest du vielleicht gar nicht sehen. Ja, das daran lag es wahrscheinlich. Wo hat er denn gespielt? Zentraler Stürmer, Nummer 12. Ach ja, ja, okay. Ja. Ja, die wollten wahrscheinlich noch einen Stoßschirmer bringen, ich weiß nicht. Okay, der David war eben auch schon hier und hat ganz klar gesagt, wir wollen nächstes Jahr nochmal aufsteigen. Ich denke mal, das ist ein realistisches Ziel. Und dann sagt er auch, ja, manche Leute gehen vielleicht. Dann sagte der Michi, er hat noch einen anderen Verein, ist er im Gespräch. Wie ist denn da so deine Aussicht für die nächste Saison? Von mir persönlich? Insgesamt, was die Mannschaft angeht. Von dir persönlich natürlich auch. Also ich glaube, dass die Mannschaft ein unglaubliches Potenzial hat, wie ich gerade auch schon gesagt habe. Ich glaube, dass es möglich wäre, auch weiter aufzusteigen. Da muss sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch weiter gearbeitet werden, dass die Mannschaft da auch, was die Trainingsfleiß und so angeht, noch ein bisschen fleißiger wird. Das Potenzial ist da. Wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, wenn man es schafft, die Leute so zusammenzuhalten, ist es möglich. Ich glaube aber, dass es in der Kreisliga B auch ein, zwei Mannschaften gibt, die immer oben mitspielen, wo es schwer sein wird, auch gegenzuhalten. Aber wenn man es schafft, die Mannschaft so zusammenzuhalten, wie sie ist, glaube ich, ist es möglicher. Habt ihr nächstes Jahr eher keinen oder eher zwei Maschkes in der Mannschaft? Also entweder keinen oder zwei. Ja, was ist realistischer? Kann ja auch einer kommen oder einer bleiben. Naja, also meine Information ist entweder zwei oder keiner. Ja, das war ja die Frage, das will ich jetzt eine Antwort von dir haben. Da kann ich keine Antwort drauf geben. Ich hoffe, dass der Michi bleibt und damit auch der Thomas kommt. Für die Mannschaft und für den Verein wäre es natürlich super wichtig, weil man kennt ja die Klasse der beiden Spieler. Und das wäre natürlich ein Schritt Richtung Aufstieg, wenn die beiden bleiben würden. Definitiv. Und wenn wir mal nach hinten ins Tor gucken, heute der Markus, glaube ich, eine Aktion gehabt, dann kam direkt von draußen, der spielt der WTS Degen. Ja. Ja, so geht es natürlich auch nicht, ne? Ja, also, ein Ball, ein Fehler. Also unsere Torhüter haben es natürlich immer schwierig, ne? Also wenn sie einen Ball oder zwei Ballkontakte im Spiel haben, ist das schon hoch, ne? Und oftmals sind die Ballkontakte dann nicht, dass sie irgendwelche Paraden machen müssen, sondern von eigenen Mitspielern angespielt werden. Ja, also Markus hat das super gemacht heute. Es gab auch andere Spiele, wo er bedeutend wichtiger war. Ne? Aber es ist super, dass er mit dabei ist und dass er sich ins Tor gestellt hat. Und es spricht auch für die Mannschaft, ne? dass man da auch einen guten Teamgeist einfach hat. Jetzt haben wir noch den Matthias, der ist vor zwei Jahren aus Elfkind mit großen Hoffnungen hingewechselt. Heute nur noch, kam er hier ein bisschen zu spät, gestern zu viel getrunken, wahrscheinlich nicht mehr so richtig motiviert. Wird er nächstes Jahr überhaupt noch eine Rolle spielen im Team? Außer als Pausenclown? Ja, deswegen. Eine Rolle wird er auf jeden Fall spielen. Ich hoffe es zumindest. Es sind ja auch Spieler wichtig für den Teamgeist und vor allem. Und ich hoffe, dass der Matthias auch beruflich wieder Zeit findet, mehr zu trainieren und da auch Sicherheit zu bekommen und Selbstvertrauen zu bekommen. Und dann wird er auf jeden Fall eine Rolle spielen für die Mannschaft nächste. Ich habe gestern Abend noch ein heißes Transfergerücht gehört für nächstes Jahr, dass vielleicht Heinz Bayer nochmal zurückkehrt als Spielgestalter auf der linken Seite. Dann ist auch dein Platz in Gefahr. Wie siehst du das? Ja, vom Trainingsfleiß und vom Talent ist der Heinz ja sehr der Heinz. Ja, für den Heinz würde ich meinen Platz immer räumen. Das weiß der Heinz auch. Weil gegen seinen klassischen Außenriss kann nun mal keiner mithalten. Und da ziehe ich auch den Hut vor. Also Heinz, komm vorbei.
Ich hänge da meine Schuhe für dich an den Nagel. Ich meine, du musst doch mal bedenken, Heinz läuft 11-2 mit Ball, lernen. Ne? Läuft ich der kann Heinz. Ja auch von ihm lernen. Also das ist ja, ich würde mich freuen, wenn er da... Ja, aber der Heinz läuft 11-2 mit Ball. Was er kann. Bitte? Er läuft 11-2 mit Ball, der Heinz. Da hast du keine Argumente mehr. Ja, das habe ich mehr. Gehört. Das habe ich gehört. Das hat auch, alle haben es gehört, aber noch nie hat es einer gesehen. Spricht natürlich für sich. Ja, spricht für sich. Also ich würde mich freuen, wenn der Heinz auch was von seinem Können vielleicht weitergeben kann. Okay. Dann, du hast es eben schon gehört von den Jungs, Abschlussfrage. Wer aus der Mannschaft hat die schönste Frisur? Ja, ich natürlich. Okay, dann nochmal schönen Glückwunsch zum Aufstieg und eine gute Sommerpause wünsche ich mir dir.